Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Preist den Herrn, mächtiger Prophet des Herrn. Amen. Now, listen, Pastor Sophie. Amen. Jetzt höre, Pastor Sophie. The Lord has spoken with me. Der Herr hat mit mir gesprochen. The Lord Jehovah. Der Herr Jehova. Jehovah has shofet. Jehovah has shofet. The Lord, the judge. Der Herr, der Richter. He has spoken with me today. Er hat mit mir heute gesprochen. The Lord, the judge that you see in the book of Judges chapter 11, went. Der Herr, der Richter, den ihr in dem Buch der Richter seht, Richter Kapitel 11, Vers 20. He has spoken with me today. Er hat mit mir heute gesprochen. About a tremendous event that is about to take place on the earth. Über ein enormes Ereignis, welches kurz davor ist, auf der Erde stattzufinden. Ich sehe einen Ort. And this place, und dieser Ort has a meeting. I see a meeting taking place there. Hat ein Treffen. Ich sehe, dass dort ein Treffen stattfindet. And when I look within that vicinity, und wenn ich innerhalb von diesem Umkreis schaue, on the earth, auf der Erde, I see a slight hill, sehe ich einen leichten Berg in front of me, vor mir. And that hill has many trees. Und dieser Berg hat viele Bäume. There are many trees. Dort. Es gibt viele Bäume. It's like a homestead or something. Es ist wie ein Heimatstaat oder so etwas. Or some settlement. Oder einer Siedlung. With many trees. Mit vielen Bäumen. In a small hill ahead of me here. Auf einem kleinen Berg. Vor mir hier. Tall trees. Hohe Bäume. And that place looks more like the United States of America. Und dieser Ort sieht mehr aus wie die Vereinigten Staaten von Amerika. I think this is the United States of America, but anyhow. Ich denke, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, aber jedoch. Please. Tall trees ahead of me like the homestead there. Hohe Bäume vor mir, wie der Heimatstaat dort. Or like some settlements are there. Oder wie einige Siedlungen, die dort sind. And I was having a meeting on this other side. Und ich hatte ein Treffen auf dieser anderen Seite. I could see a meeting. Ich konnte ein Treffen sehen. Right, about 2 kilometers or so from there. Direkt ungefähr 2 Kilometer oder so von dort. A plane like this. Schlicht etwa. And there's another hill that rises on my right hand side. Und es gibt einen anderen Berg, der sich erhöht auf meiner rechten Seite. If I'm facing that place, I'm talking about where the trees are. Wenn ich mich diesem Ort gegenüberstelle, von dem ich rede, wo die Bäume sind. Then the other hill. Dann der andere Berg. Slight hill is on my left. Der kleine Berg ist auf meiner linken. And und so at that place, nun, an diesem Ort, at that hill there, auf diesem Berg dort, all of a sudden a phenomenon takes place. Findet plötzlich ein Phänomen statt. All of a sudden, plötzlich, out of the ground gushes, aus dem Boden heraus schneidet. I don't know whether the cloud came from above and hit it first. Ich weiß nicht, ob die Wolke von oben kam und es als erstes traf. It looks more like cloud came from above and hit the place. Es sieht mehr so aus, als wenn die Wolke von oben kam und auf den Ort traf. The place where they are. Der Ort. But out of the ground gushes dust, black dust. Aber aus dem Boden heraus knirscht Staub, schwarzer Staub. And a lot of running begin. Und viel Laufen fängt an. It is shocking. Es ist schockierend. A lot of dust. So the Lord put me already there. The Lord has taken me into the future. Sehr viel Staub. Nun, der Herr hat mich dort schon hingebracht. Der Herr hat mich in die Zukunft gebracht. Already lived that day. Ich habe schon diesen Tag erlebt. So we begin to run. I begin to run also for my life. Nun, wir fangen an zu laufen. Ich fange an, auch um mein Leben zu laufen. There was a big panic. Es gab große Panik. We were running for our lives. Wir rannten um unser Leben. And, as we were running, und nun, als wir rannten, as the dust was coming our way,
als der Staub in unseren Weg kam. From that place where the trees were, von diesem Ort, wo die Bäume waren, was the hill there, in Richtung zu dem Berg dort, the settlement, der Siedlung, when the big cloud from above came and hit the soil, als die große Wolke von oben kam und die Erde traf, a huge black dust, mit großen schwarzen Staub, and columns and waves of black dust began to float towards us. Und Wellen von schwarzem Staub fingen an, in unsere Richtung zu strömen. We began to run away. Wir fingen an, wegzulaufen. And all of a sudden, und plötzlich, then water also appeared from the ground, trat auch Wasser vom Boden her auf. And began to flood, chase us. Und fing an zu strömen und zu jagen. So it began to run. I ran towards the hill. Nun, es fing an zu laufen. Ich fing an, in Richtung zu dem Berg zu laufen. Ich fing an, in Richtung zu dem Berg zu laufen. Wenn ich gegenüber diesem Ort stehe, würde es auf meiner Linken sein. The hills would be on my left. Die Berge würden auf meiner Linken sein. But if I'm running away from them, the hills would be on my right. Aber wenn ich von ihnen weglaufe, würde der Berg an meiner Rechten sein. So I ran towards the hills because the water was coming full speed to flood everything else. Nun, ich rannte zu den Bergen hin, denn das Wasser kam in Höchstgeschwindigkeit, um alles andere zu überfluten. These are the homes that were ahead of me here where I was. Diese anderen Häuser, die vor mir waren, dort, wo ich war. So there is a tremendous distress that is coming. Nun, es gibt eine enorme Not, die kommen wird. A wonder. It looked to me more like it is somewhere in the Americas. Ein Wunder. Irgendwo in Amerika. It's in the Americas. Amerika. It is in the Americas. Es ist in Amerika. Note, it looks like it is in the United States of America. Es sieht aus, als wenn es in den Vereinigten Staaten von Amerika ist. So this is the kind of distress that is coming. Nun, dies ist die Art von Not, die kommt. Again. Nochmals. I see something very big. Ich sehe etwas sehr Großes. Dark cloud. Eine dunkle Wolke. Coming in the form of a funnel. Kommt in Form eines Trichters. Hit the land where. Trifft auf das Land. Wo? There are tall trees. Es gibt große Seen. And there is a settlement, there are homes there. Und es gibt eine Siedlung, es gibt Häuser dort. But when this cloud hits the ground, aber wenn diese Wolke auf den Boden schlägt, out of the ground comes a lot of dust. Aus dem Boden kommt ganz viel Staub heraus. Dark dust. Dunkler Staub. Dark black dust. Dunkler schwarzer Staub. Comes out of the ground. Kommt aus dem Boden heraus. And when that happens, und wenn das passiert, out of the ground and black dust, aus dem Boden heraus und schwarzer Staub, out of the ground, aus dem Boden heraus, then, gibt es ganz viel Laufen, Dämpfe und Staub. People are closing their noses. I was running and closing my nose. Die Leute machen ihre Nasen zu. Ich rannte und habe meine Nase zugemacht. We were running away as I was closing my nose. Wir sind weggelaufen, als ich meine Nase zugemacht habe. Running away, closing the nose. Weggelaufen und habe meine Nase zugemacht. In fear. Aus Angst. That we would inhale the dust. Dass man den Staub einatmet. And then all of a sudden, und dann plötzlich. Water also came from the ground. Kam auch Wasser aus dem Boden and began to come high speed flooding. Und fing an, in Höhenfluten zu überfluten the homes. Die Häuser. And we were running away, so I went towards the hills. Und wir liefen weg, ich lief in Richtung der Berge. This emergency care people, und diese Notfallbetreuer announced people, get evacuated, evacuate. Verkündeten Leute, evakuiert, evakuiert. With microphones announcing. Verkündeten mit Mikrofonen. So this is what is coming to the earth. Nun, das ist, was zu der Erde kommt. The Lord has spoken with me about this. Der Herr hat mit mir darüber gesprochen. Now, the book of Daniel, nun, das Buch von Daniel. Chapter 12 speaks very, very clearly. Kapitel 12 spricht sehr, sehr eindeutig.
Daniel, the end-time prophet of the Lord. Daniel, der Endzeitprophet des Herrn. The book of Daniel, chapter 12, speaks very, very clearly about this hour and this time. Das Buch von Daniel, Kapitel 12, spricht sehr, sehr eindeutig über diese Stunde und diese Zeit. We see that this is a very historic time. Wir sehen, dass dies eine sehr historische Zeit ist. In the history and the life of the earth and the church. In der Geschichte und im Leben von der Erde und der Gemeinde. And in that scripture, und in dieser Schriftstelle, the Lord says, sagt der Herr, that there will be a distress at that time, dass zu dieser Zeit eine Drangsal stattfinden wird. Meaning in these days, das bedeutet in diesen Tagen, there will be a distress at that time, meaning these days before the return of the Messiah, Christ Jesus, my Lord. Es wird eine Drangsal geben zu dieser Zeit. Das bedeutet diese Tage vor der Wiederkehr von dem Messias, Jesus Christus, mein Herr. Und er sagt, dass es zu dieser Zeit Drangsal geben wird. Unparallele Drangsal. Ungleiche Drangsal. As has not happened before. Wie es noch nie zuvor stattgefunden hat. Since from the beginning of the creation of the nations. Seit dem Beginn der Erschaffung der Nationen. And then he says, und dann sagt er, that within the midst of that distress, dass in der Mitte von dieser Drangsal, those whose names will be found written in the book of life, diejenigen, deren Namen in dem Buch des Lebens eingeschrieben gefunden werden, those whose names will be found written in the book of life, diejenigen, deren Namen in dem Buch des Lebens eingeschrieben angefunden werden, will be delivered, werden erlöst. So this is such an awesome scripture. Nun, dies ist solch eine überwältigende Schriftstelle. It's hope. Gibt Hoffnung. So for us as Christians, nun, für uns als Christen, when we look at things, is about to happen, wenn wir betrachten, was kurz davor ist, stattzufinden, wie prophezeit, we look at them as spiritual eyes. Wir betrachten sie aus spirituellen Augen. We use our spiritual eyes to look at them. Wir gebrauchen unsere spirituellen Augen, um sie zu betrachten. And the Bible says that when you see these things, und die Bibel sagt, dass wenn du diese Dinge siehst, shall you lift up your head and look up into the sky, und in den Himmel hochschaust, and know that your deliverance has now come, dann weißt du, dass deine Erlösung jetzt gekommen ist. Your deliverance, deine Erlösung, the coming of the Messiah, ist das Kommen des Messias. Das Kommen des Messias ist jetzt vorliegend. At hand. Bevorstehend. We are through a this is the most exciting time in which to be a Christian. Dies ist die höchst aufregendste Zeit, in der man ein Christ ist. To be born again. Um wiedergeboren zu sein. All these are the landmarks. All dies sind die Kennzeichen. They are the demarcations on the prophetic timeline of God. Sie sind die Abgrenzungen von der prophetischen Zeitlinie Gottes. That Almighty put his timeline. Das ist der Null-Countdown zu dem Kommen des Messias. Nun, du kannst dir vorstellen, für diejenigen, die Christen sind, dies sollte ein Grund sein, für uns glücklich zu sein. Why? Warum? Because we know surely the earth is not our eternal home. Denn wir wissen wahrlich, die Erde ist nicht unser ewigliches Zuhause. Wehruf zu denjenigen, die auf dieser Erde investiert haben, Kreaturen, created things, erschaffene Dinge, who have worshipped creatures, die Kreaturen angebetet haben.
Erschaffene Dinge. Objekte. Created by God. Erschaffen durch Gott. Homes. Häuser. The earth. Die Erde. The earth. This property. Eigentum. He's saying, er sagt, that blessed are those, dass gesegnet sind diejenigen, that will now hearken to the requirements and the ordinances of the Lord, die jetzt auf die Anforderungen und Verordnungen des Herrn gehorchen. The righteous decree, die gerechte Verordnung, the righteous requirements of God, die gerechten Verordnungen Gottes, the holy ordinances of God, die heiligen Verordnungen Gottes. And in this tremendous prophecy that I'm releasing today to the four ends of the earth, und in dieser gigantischen Prophezeiung, die ich heute zu den vier Enden der Erde herausgebe, of what is coming to the earth, was zu der Erde kommt, you can clearly see that the Lord is actually, man kann eindeutig sehen, dass der Herr tatsächlich is giving forth, is projecting forth, hervorgibt, hervorprojiziert, is announcing forth his holy oracles, seine heiligen Worte hervorankündigt. He's saying, look, I am holy. Er sagt, schaut, ich bin heilig. So be holy, for I am holy. Nun sei heilig, denn ich bin heilig. And prepare for the coming of the Messiah. Und bereite dich vor für das Kommen des Messias. For without holiness, nobody will see the Lord. Denn ohne Heiligung wird keiner den Herrn sehen. These are the signs, the distress that Jesus himself talks about in the book of Matthew 24. Dies sind die Zeichen, die Not, über die Jesus selbst in dem Buch von Matthäus 24 spricht. When he talks about this unparalleled distress that will hit the earth. Wenn er über diese einmalige Drangsal spricht, die auf die Erde schlagen wird. All of a sudden now, plötzlich jetzt, where people are, wo Leute sind, where there is land, I don't know whether there are homes in that place, wo Land ist, ich weiß nicht, ob es Häuser dort gibt auf diesem Land. But now look, aber jetzt schaut, I see something like a tornado, a cloud of tornado from heaven. Ich sehe etwas wie ein Tornado, eine Wolke des Tornados vom Himmel, from above the sky, von über den Himmeln, hit that soil, auf diese Erde schlagend. And I see the dust. Und ich sehe den Staub. I do not know whether it is the dust. Ich weiß nicht, ob es der Staub ist, that came up and fumed like a cloud, der hochkam und wie eine Wolke schäumte. Like a funnel of cloud. Wie ein Trichter einer Wolke. It looks more like it could be the dust. Es sieht mehr aus, als wenn es der Staub sein könnte. The soil, die Erde. Within from the soil, the explosion of that dust, von innerhalb der Erde, die Explosion von diesem Staub, went up in fumes, ging hoch in Dämpfen, and joined with the sky, und verband sich mit dem Himmel, fumes of dark cloud, Dämpfe der dunklen Wolke. And that's why we were running when the dust was now spewing this side. Und deswegen rannten wir, als der Staub jetzt zu dieser Seite dämpfte. And then all of a sudden, und dann plötzlich, it became water flooding, more like volcanic water, wurde es Wasser überflutend, mehr wie vulkanisches Wasser, but pure water, really, aber wirklich reines Wasser. Water flooding. We were afraid as we ran. Überschwemmendes Wasser. Wir waren in Angst, als wir rannten. As I ran, I was afraid that the water could be hot also. Als ich rannte, war ich in Angst, dass das Wasser auch heiß sein könnte. People running the hills. Leute rannten zu den Bergen. And he said, und er sagte, at this hour, zu dieser Stunde, we are living at a critical threshold. Wir leben an einer kritischen Schwelle. We are living on the verge of eternity. Wir leben an der Schwelle zur Ewigkeit. The earth is living on the verge of eternity. Die Erde lebt an der Schwelle zur Ewigkeit. And the Lord is saying that this earth will come to destruction. Und der Herr sagt, dass diese Erde zur Zerstörung kommt. Woe unto those that have trusted. Wehe ruft zu denen, die vertrauten. And trusted themselves unto the earth. Und sich selbst der Erde anvertrauten. Woe unto those. Wehe ruft zu denjenigen, that have depended on this earth. Die sich auf diese Erde verließen. Because he's saying, denn er sagt,
For all those that are created by Jehovah, für all diejenigen, die durch Jehova erschaffen wurden, those that are obedient unto the Lord, diejenigen, die gehorsam gegenüber dem Herrn sind, this is the hour now to pursue righteousness. Dies ist die Stunde jetzt, nach der Gerechtigkeit zu folgen. The hour to make amends in our lives. Die Stunde jetzt, Verbesserungen in unserem Leben zu machen. The hour to trust in Jesus. Die Stunde, in Jesus zu vertrauen. To be born again. Wiedergeboren zu sein. Being born again is holy. Wiedergeboren zu sein ist heilig. This thing you see in the church in Australia. Dieses Ding, das man sieht in der Gemeinde in Australien. Where Christians think that there is another version, the Australian standard version of Christianity. Wo Christen denken, dass es eine andere Version gibt. Die australische Standardsversion des Christentums. Where it is jumping, wo man rumspringt and dressing the way you want, und sich anzieht, wie man will and worldliness. Und Weltlichkeit. This thing you see in Europe, dieses Ding, welches man in Europa sieht. New Zealand, Neuseeland. You see in Asia, man in Asien sieht. You see the church in the United States, North America, Canada. Man in der Gemeinde in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Kanada sieht. Central America, South America. Zentralamerika, Südamerika. The church in the islands, in the Caribbean. Die Gemeinde auf den Inseln, in der Karibik. This thing you see where the church in Africa, everywhere. Dieses Ding, das man sieht, wo die Gemeinde in Afrika überall. There is the trend. Es gibt einen Trend. Where they are bent to modernity. Wo sie sich zur Modernität abändern. They are leaning to modernity in salvation. Sie leben zu der Modernität in Errettung. Christianity, Christentum. According to 19, gemäß 19. Yeah, according to 2017 standard version. Gemäß, besser zu der 2017 Standardversion. Modernism and modernity. Modernismus und Modernität. Where women dress the way they want. Wo die Frauen sich anziehen, wie sie wollen. They dress with nudity in the church. Sie ziehen sich mit Nacktheit in der Gemeinde an. Immorality is in the house. Unmoral ist in dem Haus. Abortions are in the house. Abtreibungen sind in dem Haus. The lusting and what? Lüsterei und was? Worship has become a place where now there is sexual lust going on in the house. Anbetung wurde zu einem Ort, wo jetzt sexuelle Lüsterei im Hause ist. The Lord is saying, der Herr sagt, that the genuine, the true worship experience, dass die originale, die wahre Anbetungserfahrung, that Jesus inaugurated on that cross, is holy worship. Die Jesus eingeweiht hatte an diesem Kreuz, ist heilige Anbetung. Holiness, holiness, righteousness. Heiligung. Heiligung, Gerechtigkeit. And that the Lord is separated from sin. Und dass der Herr separiert ist von Sünde. And he requires of those, und er benötigt von denen, that worship him, die ihn anbeten, to also separate from sin. Auch von Sünde zu separieren. Because when you say it, the Lamb of God is blameless. Weil, als er sagte, das Lamm Gottes ist schuldlos, then later, dann später, that being the name of the Lamb, dass dies der Name des Lammes ist, the Lamb that is Christ Jesus, the perfect Lamb of God, das Lamm, welches Jesus Christus ist, das perfekte Lamm Gottes, Christ Jesus, my Lord, Jesus Christus, mein Herr, that went to the cross and redeemed the nations, redeemed humanity from sin. Die Nationen, die Menschheit von Sünde erlöste. That his middle name is blameless. Dass sein mittlerer Name schuldlos heißt. Blamelessness. Schuldlosigkeit. And he said, und er sagte, owing to that, diesbezüglich, now the followers, jetzt die Nachfolger, the Christians, Christ followers, die Christen, Christus-Nachfolger, also unto them is required that blamelessness. Auch für sie ist diese Schuldlosigkeit
angefordert. That we should live our lives under the influence of the Holy Spirit. Dass wir unser Leben leben sollten unter den Einfluss von dem Heiligen Geist. And make sure that we make every effort. Und sicherstellen, dass wir jede Anstrengung machen. To shun sin. Sünde zu meiden. To reject sin. Sünde abzulehnen. To have zero tolerance to sin. To refuse sin. Null Toleranz gegenüber Sünde zu haben. Sünde zu verweigern. And we're living in such a tremendous time. Und wir leben in solcher enormen Zeit. Look at what is happening in the body of Christ. Schaut, was passiert in dem Körper von Christus. Look at the resurrection of a dead body. Betrachtet die Auferstehung von einem toten Körper, der in Kenia gefeiert wird, heute, jetzt gerade. Tremendous historic. Gigantisch, historisch. Look at how the Lord has even slowed down. Betrachtet, wie sogar der Herr verlangsamt hat. That resurrection of Mama Rosa in Kenya, and the whole world is now aware and celebrating globally. Diese Auferstehung von Mama Rosa in Kenia und die ganze Welt weiß jetzt Bescheid. Look at the way the Lord delayed. Betrachtet die Weise, wie der Herr verzögerte. When she was resurrected. Sie, als sie auferstand. When he sent the he that speaks with you to resurrect her. Als er ihn sandte, er, der mit euch spricht, um sie auferstehen zu lassen. She could not even walk. Sie konnte nicht einmal laufen. She could not even sit up. Sie konnte nicht einmal aufrecht sitzen. She had to ask, can you help me? Can you help me sit? Sie musste fragen, kannst du mir helfen, um zu sitzen? And then look now. Und dann schaut jetzt. She was blind for 6 days after her resurrection. Sie war blind für 6 Tage nach ihrer Auferstehung. The eyes were still dead. Die Augen waren noch tot. After 6 days is when the eyes opened. Nach 6 Tagen war es, als sich die Augen öffneten. Tremendous sign and wonder of this age. Enorme Zeichen und Wunder von diesem Zeitalter. This is the most exciting and the most powerful and the most interesting time. Dies ist die höchst aufregendste. Und die mächtigste und die interessanteste Zeit, to ever be born again as a Christian. Jemals wiedergeboren zu sein als Christ, a Christ follower. Ein Christus-Nachfolger, a worshiper of Jehovah. Der Anbeter von Jehova. This is the most beautiful time. Dies ist die wunderschönste Zeit, when the Lord has used this resurrection right now. Wenn der Herr diese Auferstehung jetzt gebraucht, to affirm and confirm to all the nations of the earth, um zu bekräftigen und zu bestätigen zu allen Nationen der Erde, that surely there is no other God except Jehovah, dass es wahrlich keinen anderen Gott gibt als Jehova, the holy God of Israel, der heilige Gott von Israel, the God of heaven, der Gott vom Himmel, because he alone. Denn er alleine, der einen toten Körper auferstehen lässt. Andere Götter, ihre Götter sind gestorben und sind nicht auferstanden. Ihre Propheten sind gestorben und sind niemals auferstanden. Aber jetzt, wenn der Herr seinen mächtigsten Propheten sendet, gibt er ihnen Autorität und Macht über Tod, um einen toten Körper auferstehen zu lassen. Ey! What an exciting time! Was für eine aufregende Zeit, to be a Christian. Ein Christ zu sein. Because surely yes. Denn wahrlich ja. Now it's known that only Jehovah is God. Jetzt ist es bekannt, dass nur Jehovah Gott ist. He is the true living God. Er ist der wahre lebende Gott. And there is no other God. Und es gibt keinen anderen Gott. Meaning at this hour, das bedeutet zu dieser Stunde, all the other gods on the earth must shut down. All die anderen Götter auf der Erde müssen stillgelegt werden. Hey.
Ey. And that's why the Lord is saying, und deswegen sagt der Herr, that look at the resurrection. Dass siehe, betrachtet die Auferstehung. The tremendous moment in the church. Der gigantische Moment in der Gemeinde. In the body of Christ right now. Jetzt gerade in dem Körper von Christus. The resurrection of Mama Rosa. Die Auferstehung von Mama Rosa. When the Lord said, "We resurrect that dead woman." Als der Herr mich sandte, um diese tote Frau auferstehen zu lassen. That dead corpse. Diese tote Leiche. Stinking and stenched. Riechend und übler Geruch. Stinking and smelling the death. Stinkend und nach Tod riechend. The stench of death. Der Gestank des Todes. The death. Der Tote. And he slowed down the resurrection. Und er verlangsamte die Auferstehung. You see that the eyes become alive after 6 days. Man sieht, dass die Augen lebendig wurden nach 6 Tagen. The ears begin to hear after 6 days. Die Ohren fangen an zu hören nach 6 Tagen. After 12, 14 days she's eating. Nach 12, 14 Tagen isst sie. She can't go to the restroom. Sie kann nicht zur Toilette gehen. The intestines were rotten. Die Gedärme, die verwest waren. Only after 14 days they resurrected. Wurden sie wiederbelebt. You can see she has no memory. Man kann sehen, sie hat kein Gedächtnis. After some days then she can now see her kid. Nach einigen Tagen kann sie jetzt sehen und essen. And remember and look at the words she speaks. Und sich erinnern und betrachtet das Wort, das sie spricht. When she goes live on air, wenn sie live im Radio ist, she addresses the earth and tells them, look, sie adressiert die Erde und sagt ihnen, schaut, this is the messenger from heaven. Dies ist der Botschafter vom Himmel. Do not miss it. Verpasst es nicht. Say, only Jehovah is God. Der einzige Jehova ist Gott. Listen to him. Only he leads us to Jesus. Hört auf ihn, nur er führt zu Jesus. The kingdom of the Messiah. Das Königreich des Messias. What an amazing time to be a Christian. Was für eine erstaunliche Zeit, ein Christ zu sein. What a beautiful time in the house of the Lord. Was für eine schöne Zeit in dem Haus des Herrn. And in Kenya, this celebration will continue. Und in Kenia wird diese Feier fortsetzen. The sermon of the church. Die Predigt der Gemeinde. The praise of the church. The worship of the church. Der Lob der Gemeinde, die Anbetung der Gemeinde in Kenya has now changed eternally. Hat sich jetzt ewiglich verändert. Eternally. Ewiglich. The sermons, die Predigten are now about resurrection. Sind jetzt über Auferstehung. And yes, indeed. Und ja, tatsächlich. That is the hope. Das ist die Hoffnung, that the Lord has given the church. Die der Herr der Gemeinde gegeben hat. Meaning now, das bedeutet jetzt, for all those that believe in Christ Jesus, für all diejenigen, die an Jesus Christus glauben, for all those that are in this ministry, für all diejenigen, die in diesem Dienst sind, of repentance and holiness, der Buße und Heiligung, and have obeyed the words of the Lord spoken, und sind den Worten des Herrn, die gesprochen wurden, gefolgt, by this voice of God, durch dieser Stimme Gottes, they now have hope beyond death. Haben sie jetzt Hoffnung über den Tod hinaus. Ey. Now they can live. Jetzt können sie leben. Now they can surpass death. Jetzt können sie Tod übertrumpfen. That is the tremendous sermon. Das ist die gigantische Predigt, that is happening in the church now. Die in der Gemeinde jetzt passiert. So that's why. Nun, deswegen, when the Lord brings up this prophecy, wenn der Herr diese Prophezeiung hervorbringt, of a huge out of the soil explosion of dust, von der großen aus der Erde heraus explodierenden Staub, like fumes, wie Dampf, as if a cloud came and touched the soil, als wenn eine Wolke käme und die Erde berührt, and people are running, I'm running there, und die Leute rennen, ich renne dort. And then water begin to exude out, burst out of the soil. Und dann fängt Wasser an herauszuströmen, aus der Erde herauszuplatzen. And distress consumes the land. Und Drangsal verzehrt das Land. That is beauty. Das ist Schönheit. That's a beautiful moment on the earth. Dies ist ein schöner Moment auf der Erde.
Er sagt, wir warten auf das Königreich von Jesus Christus, the Messiah, den Messias. The messenger that prepares the way is here. Der Botschafter, der den Weg vorbereitet, ist hier. And that gives us joy. Und das gibt uns Freude. Because the coming of the Messiah, denn das Kommen des Messias, then has drawn nigh, ist dann nahe herangekommen, has drawn nearer than before, ist näher herangezogen als je zuvor. How awesome. Wie fantastisch. The dead are now resurrecting. Die Toten stehen jetzt auf. Tremendous. Gigantisch. And I've seen another resurrection. Und ich habe auch eine weitere Auferstehung gesehen. So it's on and on and on. Nun, es geht weiter, weiter und weiter. And the greater revival, und die größere Erweckung, the greater wonder that the Lord promised, das größere Wunder, welches der Herr versprach, is now taking place. Findet jetzt statt. Many, many, many millions. Viele, viele Millionen. In Kenya now. Jetzt in Kenia. I return to the Lord. Kehren zurück zu dem Herrn. This church alone. Diese Gemeinde alleine. This church. Diese Gemeinde. This ministry where I'm standing and speaking now. Dieser Dienst, wo ich stehe und jetzt spreche. People have lived us. People have come in their largest millions. They join now. Die Leute sind in den größten Millionen gekommen und haben sich verbunden. Only to this resurrection. Aus dem Grund dieser Auferstehung. And so the Lord is saying. Und nun der Herr sagt. Let all the nations now begin to worship Jesus in holiness. Lasset alle Nationen jetzt Jesus anbeten in Heiligung. Worship God the Father. Gott den Vater anbeten. Through Christ Jesus in holiness. Durch Jesus Christus in Heiligung. Because yes indeed, Christ Jesus defeated death on the cross. Denn ja, tatsächlich, Jesus Christus hat den Tod am Kreuz besiegt. On the cross. Am Kreuz. And the testament to that defeating of death more than 2000 years ago. Und das Testament zu diesem Sieg über den Tod mehr als 2000 Jahre vorher now has become real in Kenya. Wurde jetzt wahr in Kenia. Real in the body of Christ. Wahr in dem Körper von Christus. With the resurrection of this dead corpse. Durch die Auferstehung von dieser toten Leiche. Now we know she's called Mama Rosa. Jetzt wissen wir, dass sie Mama Rosa heißt. How awesome. Wie fantastisch. In 2017. In 2017. To realize. Zu realisieren. The days that the Messiah bent for us on the cross at Calvary. Die Tage, als der Herr an das Kreuz von Golgotha ging. That now he sends his messenger that prepares the way. Dass er jetzt seinen Botschafter sendet, der den Weg vorbereitet. With authority and power. Mit Autorität und Macht. And enter the realm of the dead. Und tretet in das Reich der Toten ein. And snatch the dead. Und entreißt den Toten. From the jaws of death and bring back and defeat death to testify that yes, Jesus defeated death. Von den Krallen des Todes und bringt zurück und besiegt den Tod, um Zeugnis abzugeben, dass ja, Jesus hat den Tod besiegt. Hey. Ey. Prepare the way, beloved people. Bereitet den Weg, geliebte Leute. Prepare the way. Bereitet den Weg. I have seen the Messiah coming. Ich habe den Messias kommen sehen. I have seen my Lord coming. Ich habe meinen Herrn kommen sehen. And God the Father has sent me to defend the ministry of the Messiah. Und Gott der Vater hat mich gesendet, um den Dienst des Messias zu verteidigen. The blood of the Messiah. Das Blut des Messias. The cross of the Messiah. Das Kreuz von dem Messias. Because the kingdom of the Messiah is now near. Weil das Königreich des Messias jetzt nahe ist. May those who have ears or lovers here now turn away from sin. Mögen diejenigen, die Ohren haben, überall auf der Erde, jetzt sich wegdrehen von Sünde. Now question the immorality in the church. Stellt jetzt die Unmoral in der Gemeinde in Frage.
Now question the falsehood you see in the church. Stellt jetzt die Falschheit, die ihr seht, in der Gemeinde in Frage. Question the false prophets. Stellt die falschen Propheten in Frage. Question your false apostles. Stellt eure falschen Apostel in Frage. This is the hour now. Das ist die Stunde jetzt. When the church has to make gains on righteousness and holiness. Wenn die Gemeinde Ertrag machen muss für Gerechtigkeit und Heiligung. And those that will hearken to this voice. Und diejenigen, die zu dieser Stimme gehorchen. You will see the glorious eternal kingdom of God. Ihr werdet das glorreiche, ewigliche Königreich Gottes sehen. You too will now defeat death. Ihr werdet auch jetzt den Tod besiegen. The Lord bless you. This is he about whom the Bible spoke. Der Herr segne euch. Dies ist er, von dem die Bibel sprach. About whom the scriptures wrote. Über den die Schriften schrieben, that the Lord shall send a messenger, dass der Herr einen Botschafter senden wird, to prepare the way for the Messiah, um den Weg für den Messias vorzubereiten. Shalom.